Dass es die Guassara-Tradition noch gibt, ist vor allem Christian Neuner und seinen Mitstreitern zu verdanken, die selbst noch mit Ziegen aufgewachsen sind. Bis 1953 war das in Blüte. Da hat man noch richtig austrieben, wie überall im Oberland. Ja. Der Früh ausher und auf die Nacht wieder heim, im Heimbeidebereich. Ja, und seit 1985 haben wir den Verein gegründet, damit wir diese Tradition wieder aufleben lassen und wieder erhalten. Und vor allem in Gars hat man gehört, dass man die Kinder Gras zieht. Wie viele mit der Walde sagen oft, ich bin mit der Grasmühle Gras zogen worden. Ach, wenn ich an die Gasmühle denke, so sind. Ja, und das hat einen besonderen Nachgeschmack. Gell? Ja, das ist ein eigenartiger Geschmack, aber viele sagen, ich bin mit der Gasmühle, bin ich Gras zogen worden. Die Scheibenalm ist sozusagen das Basislager der rund 200 Tiere im Sommer. Von hier aus werden sie jeden Tag von einer Weide zur nächsten getrieben. Am späten Vormittag geht's los, am Nachmittag kehrt die Herde zur Scheibenalm zurück. Die Ziegen beweiden rund 28 Hektar naturgeschütztes Gebiet und leisten damit auch dem Freistaat Bayern gute Dienste als Landschaftspfleger in den Staatsforsten. Diese Art der Weidewirtschaft ist allerdings aufwendig. Etwa 40 Auftreiber wechseln sich jeden Tag mit der Betreuung der Tiere ab. Alle freiwillig und mit viel Engagement. Auch die Jüngsten sind dabei. Das Guassen-Auftreiben ist für Matthias Wurmer der schönste Ferienjob überhaupt. Seit ich 5 Jahre alt bin, bin ich das erste Mal mitgegangen. Und wie alt bist du jetzt? Bin ich 13. Und immer im Sommer, wenn die Guassen unterwegs sind? Ja, genau. Gehe ich mit der Band. Die Älteren freuen sich, dass die Tradition gepflegt wird. Auch Hans Neuner ist stolz auf seine Tiere. Die fressen alles zusammen, was so. Also das, ein Schaf frisst da lang nicht das alles wie ein Gas. Gas frisst alles. Die Ziegen leisten wirklich ganze Arbeit. Deshalb darf man sie nie zu lange auf einem Fleck lassen. Sonst bleibt da kein einziger Halm übrig. Ansonsten sind sie pflegeleicht. Die weiblichen Tiere müssen während der Weidezeit nicht einmal gemolken werden. Man kann sie trocken stellen und das Melken erst wieder im Herbst aufnehmen. Die Nacht verbringen die Ziegen allein auf der Scheibenalm, aber gut geschützt durch einen Zaun. Über Nacht sind sie in einem Zaun drinnen. Da nehmen wir hauptsächlich so Schwendflächen her, die schon mal ganz zugewachsen waren, die wir aufgemacht haben. Und damit das nicht wieder verwaldet, nehmen wir die da rein und dann wird es gleichmäßig abfressen und dann bleibt die Flächen auch wieder offen. Sind sie da sicher da drin? Ja, das sind jetzt die normalen Euronetze, so wie man sie so kennt. Ist da Strom drauf, oder? Da ist ein Strom drauf, da muss auch einer drauf sein, sonst das haben die gleich heraus. Solange wir von Wolf und Bär verschont sind, ist es eine gute Sache. Christian Neuners Wunsch hat sich erfüllt. Seine Ziegen sind verschont geblieben